Hoffentlich hört man dann dich. Ja. Ja. Gut. Trotzdem guten Abend. Also ich hoffe es, YouTube mache ich nachher lauter, ist mega. Ich habe keine Ahnung, warum da jedes Mal, ich weiß nicht, wer daran rumfummelt oder ich habe keine Ahnung. Naja, vielleicht habe ich da mal eine Seite geschoben, weil ich hier dran vorbei musste. Ja, aber das kann die Auswirkungen nicht haben. Gut, alles klar. Ja, heute Abend beschäftigen wir uns mit der Bibel. Ja. Ist ja ein interessantes Buch. spannend ist, wir haben ja beide heute uns nochmal damit befasst mit der Bibel. Und ja, ich habe auch bestimmte Dinge nochmal gesucht. Ich habe heute Nachmittag schön draußen im Garten gesessen, hatte zwei Bibeln dabei, die Alfs ehemalige ehemalige Bibel von Alf und die Buber-Bibel. Ja, gehe ich gleich drauf ein. Und du hast auch Dinge gefunden, weil du dich damit befasst hast noch. Was meintest du? Ich habe auch Dinge gefunden. Also ich versuche, das muss jetzt so klappen. Ich habe keine Ahnung, warum man das... Ich so. Du hast auch Dinge rausgefunden in der Bibel heute noch, zusätzlich? Ich habe ja, ich habe ja Schätze gefunden. Ja? Finde ich. Und ich muss sagen, dass ich, erstmal muss man ja, wenn man die Bibel bespricht, finde ich, ich stelle euch mal die Bücher vor, die ich jetzt benutzt habe heute. Weil ich kam mir so ein bisschen vor wie im Studienkreis, ne? wird ja auch Teil sein, eventuell, wie geht man mal arbeiten mit der Bibel? Ne, habe ich es jetzt mal genannt. Also es geht mir jetzt nicht darum, heute Abend irgendwelche Textzeilen vorzulesen. Nein, großartig Zeilen also, vorlesen. Ja, aber also es geht mir ja um das Aber. Was ist das für ein Buch? Ja. Ja. Und ich finde, das erste Buch, was ich euch vorstelle, zeigt ganz genau, welchen Stellenwert dieses Buch hat. Weil es Menschen gibt, die sowas machen. Ja. Und das ist ja nicht der erste. Also ich stelle euch jetzt mal ganz kurz eine Bibel vor, die ich heute benutzt habe. Es ist... eine Version von mit Bildern von Friedensreich Hundertwasser, illustriert von Friedensreich Hundertwasser. Es ist ein sauteures Buch. Ja, es ist nicht von uns. Es ist mir egal, es ist ein sauteures Buch. Ja. Und das, finde ich, zeigt den Stellenwert dieses Buches. Warum? Also viele Künstler beschäftigen sich damit, illustrieren das. Hundertwasser hat darauf bestanden, dass es dieses Buch nur einmal gibt in der Form. Es gibt es nur einmal. Es gibt mehrere Versionen. Was heißt nur einmal, aber mehrere Ausgaben? Es gibt also mehrere Bücher dieser Art von ihm, aber die sind alle unterschiedlich. Dieses Buch gibt es nur einmal. Die haben dann unterschiedliche Farben oder sonstige Geschichten. Ich finde, das zeigt einfach mal den Stellenwert. Warum beschäftigen wir uns mit einem Werk, das so alt ist, wo... Also ich habe heute nochmal angefangen zu lesen, ganz von vorne, wo du im Endeffekt nur darüber liest, wer jetzt wen gezeugt hat. Das ist absolut entscheidende Information. Hast du denn die Stelle entdeckt mit 1. und 2. Genesis? Die ist hier nicht mehr drin. Doch. Also so nicht, du kannst es mir nachher... Die ist vom Text her, also ich war schockiert. Das ist eins meiner... es ist eine wunderschöne Ausgabe. Leider ist sie inhaltlich Schrott. Ja. Sie ist einfach inhaltlich Schrott. Ja, das ist die neue und die ist ja ziemlich das relativ. Sage jetzt mal textuell. Umso schlechter ist sie. Drei Professoren haben es geschrieben, das ist schon mal wichtig. Ja. Es steht noch nicht mal drin, von wann es ist, oder? Doch, muss ja. Eigentlich müsste es drin stehen. Haben sie gar nicht erst reingeschrieben. Dann habe ich aber mich mit anderen Büchern, darum geht es mir, was steht da drin? Ne? Ich habe mir natürlich ein paar Textstellen rausgesucht. Ja. Dann habe ich eine andere Bibel gefunden. Ja. Das ist deutlich älter. Ja. Das Modell, ihr seht es jetzt nicht, es riecht auch leicht nach Stimmel. Ja. Die haben wir auch in unserem Seminarraum stehen. Ja. Die ist von 1922. Ja. Die? Da war ich jetzt war ich leider enttäuscht, weil 1922 ist leider 10 Jahre zu alt. 1912 ist das magische Datum, wo Bibeln, quasi nochmal geändert wird. Aber sie ist deutlich besser. Also hier steht zum Beispiel, ich werde euch das nachher vorstellen, es gibt einen Menschen im Alten Testament, das ist Ger.
ich werde nachher behaupten, darauf basieren die Gerechten, Gerechten, mhm. ne? Das hat mit Germanen nichts zu tun, es geht um Ger. Mhm. In diesem Buch, also in dem wunderschönen Buch, heißt er nicht mehr Ger, er heißt Er. Aha. Man, das G hat man weggelassen. Mhm. Da heißt er noch Ger, das ist schon mal schön. Also das ist das etwas ältere Buch. Ja. Und dann habe ich ein wirkliches Schätzchen, das leider keine Bibel ist, aber wo Bibeltexte enthalten sind, Lukas hauptsächlich. Mhm. Und zwar ist aber das... Aber es ist ein Neues Testament, ne? Ja, das ist ein Neues Testament. Das ist also in allen Büchern hier... nee, das ist... Also hier ist Altes und Neues Testament, aber das ist ja keine Bibel und die beiden anderen sind Altes und Neues Testament drin. Mhm. Das hier ist die katholische Handpostille. Ja. Das ist ein wirkliches Schätzchen von, oh Gott, ihr Leute, ihr glaubt es mir doch eh nicht, 1892. Mhm. 1892 fand ich sehr schön, weil deutlich vor 1912 mhm. und damit textuell, und das werde ich euch nachher zeigen, ein ganz anderes Buch. Mhm. Ja, das merkt ja. man. Aber es merkt man. Also ich kann eine weitere Ausgabe ja. zeigen. Das ist eine ganz, eigentlich ganz hervorragende Ausgabe. Sie ist nur sehr schwer zu lesen. Das ist, sind die, das ist die sogenannte Buber-Bibel von Martin Buber. Aber es ist nur das Alte Testament. Mhm. Das ist in 4 Bänden verpackt. Gibt es davon das Neue? Oder haben wir das nur nicht oder gibt es keine Buber-Bibel mit Neuen Testament? Nein, gibt es nicht. Der hat sich nur ums Alte Testament mhm. gekümmert. Und ich hole mal eine raus. Die gehen so schwer raus. Ich nehme mal das raus, weil dann gehen die anderen leichter. Ja, es sind also 5 Bücher. Soll ich das abnehmen? Die 5 Bücher, die heißen etwas anders. Das erste heißt die 5 Bücher der Weisung. Das heißt, das ist das Erste, so der Anfang, der ganze Anfang, das, was wir als Mose haben, als Genesis und mhm. so weiter. Und dann kommen die Bücher der Geschichte, ja, mhm. und dann die Bücher der Kündigung, hier sind die ganzen Propheten und sowas alles drin. Ich muss mal gucken, Geschichte 17 müsste es ja dann sein. Ist nämlich anders geordnet. Gell? Weil da, nein, du findest das alles hier. Also hier hat er die ursprünglichen Namen. Hier steht zum Beispiel, ja. Zum Beispiel statt Ezechiel steht hier Jeschezkel. Mhm. Also das ist der ursprüngliche Name. Luther hat daraus Ezechiel gemacht. Mhm. Ja? Also das ist noch eine sehr gute Darstellung hier, die Buber-Bibel. Mhm. Das ist, die sind so in so einem Karton zu haben, ausgegeben von der Deutschen Bibelgesellschaft. Ja. Die Schrift aus dem Hebräischen, verdeutscht von Martin Buber, gemeinsam mit Franz Rosenzweig. Aber Franz Rosenzweig hat, soweit ich weiß, nur das erste mitgeschrieben. Die anderen hat alle Martin Buber gemacht, weil der dann gestorben ist. Ja. Und dann habe ich noch ein Schätzchen. Alfschätzchen. Die ist auch textuell gesehen, glaube ich, vor 1912. Nee. Oder? Wann ist sie? Nein, die ist relativ neu sogar. Die ist von 82. Ja, aber der Text, ist es so? Das weiß ich nicht, aber der Text ist relativ gut mhm. noch. Ja, er ist ja? auf jeden Fall deutlich anders ja. als andere. Ja, genau. Das war Alfschätzchen mit Lesezeichen und so richtig mit Reißverschluss zum Zumachen. Aber das war sein größtes Arbeitsbuch eigentlich. Mhm. Hat er immer eigentlich immer auch. Das hat er immer dabei gehabt, ja. Mhm. Ja, darauf stützen wir uns, auf diese Schriften stützen wir uns also, heute. Ihr seht, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, haben wir nicht ein Buch in der Hand, weil die Bibel ist nicht ein Buch. Die Bibel gibt es in ganz verschiedenen Varianten. Aber interessanterweise findet man alles wieder durch die Zahlen. Ja, also wenn du hier hast zum Beispiel Hiob 21, 22, dann findest du das in dem Buch. Findest du bei Buber, das findest du überall. Ja, absolut. Deswegen ist es gar nicht so schwer, dann später mal bestimmte Dinge einfach nachzuschauen. Ja, womit wollen wir anfangen? Magst du anfangen? Kann ich. Ich kann euch ja mal...
Ich würde einfach mal anfangen mit einer Textstelle, die ich, wobei, dass ich einfach, um auszudrücken oder um klarzumachen, wie wichtig das für mich ist, dass man aufmerksam liest und dass man einen guten Text in der Hand hat. Ja. Ja? Und ich wäre zum Beispiel hier in der 1800er-Version, also 1892. Ja. Richtig. 1892 ist das hier. Ich war nicht ja. 100. Ja. So. Da hätten wir die, zum Beispiel aus dem Lukas-Evangelium, also aus dem Neuen Testament, Lukas-Evangelium, hier ist also hauptsächlich Lukas tatsächlich drin, weil es ist ja komplett anders aufgebaut, ist ja keine Bibel, ja. sondern es sind quasi Arbeitstexte, das steht dann immer so schön, hier ist zum Beispiel Matthäus, für die heilige Messe, oder Unterricht für das Schutzheft des Heiligen. Ja, das ist was wir heute als Katechismus genau, bezeichnen. Ne? Also das ist so, ja. das, was jetzt da geht's mal ja. an die Schäfchen. Ja, ne? Genau. So und aber Sie zitieren natürlich Bibelstellen. Das ist sehr praktisch, weil dann habe ich die Texte von vor 1912. Ich habe nicht das gesamte Evangelium, aber ja. ich kann mir einzelne Passagen raussuchen. Dann wird's spannend. Ja. Und hier ist zum Beispiel das Evangelium nach Lukas, 19, Vers 1 bis 10. Mhm. Also werden wir gleich in dem anderen Stückchen gucken. Ja. Und es ist die Geschichte des Zöllners, ja. Der quasi, ich lese es einfach vor, weil es ist eigentlich sehr schön, wenn man das verfolgt, wie man mit Bibeln arbeitet. Ja. Also, in jenen Tagen ging Jesus durch Jericho und siehe da, wenn ich stocke, liegt das daran, dass ich manchmal mit der Schrift etwas, ich muss manchmal überlegen. Ja, es ist noch ne? altdeutsche Schrift. Sütterlin. Wir sind in 1892. Ja, ja. Ja. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus ist es dann. Zachäus. Der war Oberzöllner und reich. Mhm. Und er suchte Jesum steht ja, da tatsächlich. Das ist das damalige Deutsch. Ja, er suchte Jesum zu sehen, wer er wäre. Aber er konnte nicht vor dem Volke, denn er war von kleinem Wuchs. Also er konnte es nicht sehen. Mhm. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen. Denn da wollte er vorübergehen. Als nun Jesus an den Ort kam, schaute er auf ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steige eilends ab, denn heute muss ich in deinem Hause bleiben. Und er stieg eilends herab und nahm ihn mit Freuden auf. Und alle, die dies sahen, murrten und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber stand und sprach zum Herrn, sprach zu dem Herrn, siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so erstatte ich es vierfach. Jesus sprach zu ihm, heute, und das ist ein sehr schöner Satz, heute ist diesem Hause Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Die Söhne Abrahams, wissen wir, ne? Warum ist er das? Aber ist egal. Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und selig zu machen, was verloren war. Selig zu machen. So, ich lese dir den Text in einer späteren Ausgabe vor. Was hatten wir? Wir hatten Lukas 19, richtig? Habe ich mir das markiert hier mit Lukas 19? Das ist Lukas 1, das ist Lukas 19. Gucke ich auch mal gleich hier. Das sind übrigens BWL-Lernzettel meiner Frau. Lukas 19, die gleiche Stelle. Ich werde mich auf das Ende konzentrieren. Ja. Siehe her, die Hälfte meines Besitzes gebe ich den Armen, und habe ich jemanden etwas betrogen, will ich es vierfach erstatten. Jesus sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, ist doch auch er ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren war. Hast du einen Unterschied gemerkt? Ja.
zu suchen und zu retten oder zu suchen und selig zu machen, was verloren war. Findest du das eine andere Energie? Findest du das ein anderer Text? Ja, auf jeden Fall. Was ist denn selig machen, deiner Ansicht nach? Selig heißt eigentlich, du bist du in dir. Also, warum ist das selig machen so wichtig, wenn er denn wieder zu den Söhnen Abrahams zurückkehren kann? Er hat wieder seine Seele gefunden, er hat wieder das gefunden, was Menschen ausmachen. Wir sprechen immer über die Söhne Abrahams. Ja, das geht natürlich auf die Seele zurück. Deswegen meine ich so, also wer selig ist, ruht in sich. Genau. Mhm. Also er hat das wiederbekommen, was er verloren hat, durch den Handel mit Geld, durch Zöllnerei, durch Betrug, durch alles das, hat er die Menschenseite verloren und ist wieder beseelt worden dadurch, dass er Buße getan hat, dadurch, dass er gesagt hat, ich mache das alles. Ja. Mhm. Und in dem anderen, das ist übrigens... Eigentlich ist das gerettet werden, zu retten, also das ist ja, das wäre ja eine passive Form. Er ist gerettet worden. Er hat damit überhaupt nichts zu tun. Aber das andere, seine eigentlich in der anderen Version steht, dass das war deine Handlung, hat ihn quasi wieder selig werden lassen. Ja, also hier steht es ähnlich. Denn trotz allem bist du ein Nachkomme Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Ja. Und das finde ich ist ein anderer Text. Da geht's also wirklich gar nicht mehr ist einfach was anderes. Das eine ist aktive Handlung und das andere ist, ich werde gerettet. Ja. Da habe ich wenig mit zu tun. Ja. Ja? Also, kann man jetzt aus mir heraus. Die Bibel nicht nachschauen, weil der hat ja nur das Alte Testament übersetzt. Ja. Du kannst ja mal, was hast du denn, was möchtest du uns zeigen? Was, mit welchem also, ich Fall? Würde gerne das erste Buch. Also die 5 Bücher der Weisung von Martin Buber nehmen, was der nur den ersten Satz, wie die Erde entstand, ja, das steht in keiner anderen Bibel drin, ja. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde aber war Irrsal und Wirrsal, Finsternis über Urwirbels Antlitz. Das schreibt vom Urwirbel, den Gott erschaffen hat dabei. Ja, das steht in keiner Bibel, ja. Braus Gottes schwingend über dem Antlitz des Wassers. Ja, also nur darum. Also das ist schon bedeutend, ja. Wenn also wirklich in den Urschriften steht, dass alles, dass das so aus einem Urwirbel heraus entstanden ist. Ja. Ja. Es sind oft so Kleinigkeiten, ja. Aber das steht wirklich, findest du nur in dieser alten Form der Bibel. Ja. In Buber-Übersetzung. Das hat nämlich Luther rausgenommen, den Urwirbel. Warum? Ich weiß es nicht. Ja. Suchst du jetzt das nächste? Nee, du kannst gerne weiter. Also, ja, ich würde gerne auf was eingehen. Ich habe ja schon zweimal angedeutet, dass ich zeige, dass in einer Bibel ein Atomkraftwerk beschrieben wird. Ja, dann soll ich das mal einblenden. Warte erst mal ab. Ich bin eigentlich selber, wäre da nie drauf gekommen. Ja, weil ich dieses Denken nicht habe, was Alf hatte. Ja, der Alf, für den war... der war Bibelforscher. Mhm. Was anderes kannst du nicht sagen. Und er hat er hält mir eines Tages die Bibel hin, zeigt mir hier ein Bild und sagt, das ist ein Atomkraftwerk, was da beschrieben wird. Ich denke, ja, ich war also sehr erstaunt, dass hier ein Atomkraftwerk beschrieben sein soll. Und wenn du das so liest, ohne bestimmte Kenntnisse zu haben, kommst du da nicht drauf. Mhm. Ja, aber es ist tatsächlich Ezechiel 40, und zwar wird Ezechiel wird die Zukunft Israels gezeigt. Ja, vorher eine ganz wichtige Aussage oder eine ganz wichtige Sache ist, immer wenn vom Herrn die Rede ist in den Büchern, ist nicht Gott gemeint, der Herr. Weil, also zumindest bei allen Übersetzungen
die auf Luther gründen. Weil es gab in der ursprünglichen Bibelübersetzung gab es ganz, ganz viele verschiedene Bezeichnungen für Gott. Mhm. Und Luther hat die vereinheitlicht, hat aus allem... Ich habe hier übrigens noch Beispiele drin, das kann ich dir gleich zeigen. Er benennt sie nämlich verschieden. Ja, genau. Es gibt ganz viele verschiedene Bezeichnungen für Gott. Und Luther hat aus allem entweder Gott oder der Herr gemacht. Mhm. Ja? Und der Herr ist, da geht es immer um Außerirdische, um außerirdische Machthaber bei dem Herrn. Deswegen unterscheidet sich auch der Gott des Alten Testaments so stark von dem Gott des Neuen Testaments, weil diese außerirdischen Machthaber waren nicht Gott, der gleiche Gott. Ich habe vorhin beim Arbeiten habe ich gedacht, also ich musste ganz oft darüber nachdenken, dass dieses Bild, was da von diesen Herren gezeigt wird, die sind ja äußerst brutal. Sehr streng. Ja. Und dann denke ich mir immer, wenn Anastasia über Gott spricht, dann sagt sie immer einen folgenden Satz. Und denkt, also der ist das schlagende Argument, und das kann ich echt gut nachvollziehen, ist, stell dir doch mal vor, es wären deine Kinder. Was würdest du wollen, was deine Kinder zu gut... Du würdest doch wollen, dass sie besser werden als du, dass sie mehr werden, dass sie noch weiter hinausragen. Alles das würdest du ihnen wünschen. Ja, genau. Ne? Und witzigerweise, ich greife jetzt mal ganz kurz ein, aber witzigerweise steht das zum Beispiel hier noch im Turmbau zu Babel drin. Ja, das war der Herr. Ja, der steht hier nicht als Herr, sondern Jahwe. Er steht eindeutig als Jahwe. Als Jahwe, ja, dann ist noch klarer, das eindeutig. Ist nämlich der Gott der Außerirdischen. Und Jahwe sprach, fürwahr, ein Volk sind sie und haben alle dieselbe Sprache. Und das ist nur der Anfang ihres Tuns. Und fortan wird ihnen nichts verwehrt werden können, was sie sich vornehmen werden. Ja. Nichts. Niemand wird sie aufhalten können. Das ist ihm völlig klar. Das ist völlig klar. Ja, dieses Volk hält niemand auf. Niemand. Ja. Alles, was die wollen, können die tun. Alles. Ja. Ja? Er spricht über Menschen. Der spricht über Menschen. So. Wohlan wollen wir hinabfahren und da selbst ihre Sprache verwirren, sodass keiner mehr die Sprache des anderen verstehen wollen. So zerstreute sie Jahwe von dort über die ganze Erde, bla bla bla. Es geht hier nicht um den Herrn. Es kommt nirgendwo erwähnt. Ja. Nirgendwo. Ja, genau. Ja? Wo bist du bei Ezechiel wo? Ezechiel 40. Also Ezechiel wurde von dem Herrn. Nee, das. Doch, von dem Herrn wurde er genommen und der hat ihm eine Vision gezeigt, wie die Erde künftig aussieht. Mhm. Ja? Und er schreibt dann am 10. Tag des Neujahrsmonats im 25. Jahr unserer Verbannung, 14 Jahre nach der Zerstörung Jerusalems, spürte ich, wie der Herr seine Hand auf mich legte und mich nach Jerusalem brachte. Und der Herr hat ihm dann etwas gezeigt. Auf der Südseite des Berges sah ich etwas, das aussah wie eine Stadt. Am Tor stand ein Mann, der wie Bronze glänzte. In den Händen hielt er eine Messschnur und eine Messlatte. Und den nimmt er jetzt mit und zeigt ihm das, was er erstmal als Stadt wahrgenommen war, was keine Stadt war. Und jetzt kannst du gerne das Bild mal einblenden. Ich hole das mal dazu. Einblenden. Guck mal, also hier im Alten so war jetzt immer textuell etwas verschieden, aber im Endeffekt noch gleich. In der Buber-Bibel ist leider das Bild nicht drin. Also hier ist die Zeichnung davon drin, was er. Also jetzt kommen ganz viele Dinge, wie lang was ist, wie groß, ganz große Beschreibung dieser angeblichen Stadt, ja. Mhm. Und genau mit Ellen, mit Maßen, mit allem, ja. Darauf müssen wir nicht eingehen. Wichtig ist, dass man wissen muss, das, was ihr außenrum da seht, also K, was als LK, K2 und so beschrieben ist, das ist ein Bereich, da konnten Menschen noch rein. Und danach kam so eine Pflasterung und dann kam ein innerer Vorhof. Und in den inneren Teil, da durfte keiner rein, da durften nur Priesterschaften rein. Ja? Und diese Priesterschaften, also er zeigt ihm das alles. Es gibt dort Vorräume für die Priester.
Es gibt dort Räume, also wo die ihre Kleidung, bevor sie in dieses Heiligtum treten dürfen, müssen die die Kleidung ausziehen, andere Kleidung anziehen. Ja. Und wenn sie wieder rausgehen, dürfen sie auf gar keinen Fall mit dieser Kleidung, mit der sie da drin waren, rausgehen. Das wäre zu gefährlich. Mhm. Ja. Er erzählt ihm, also dieser Herr erzählt ihm, das ist für die Schlachtung der Opfertiere. Ja, also das, was er, wo er dann auch hinkommt, das ist dann der Altar. Mhm. Ja, aber was er da sieht, ist was ganz anderes. Er sieht ein riesiges Leuchten, heller als er sich, als die Sonne scheint. Ja, und der sagt ihm, das ist ein Stück das ist Gott, was du da siehst. Mhm. Ja, und das ist grell hell. Er kann da nicht reingucken. Ja, und anschließend, ich will da jetzt gar nicht so auf die einzelnen Dinge eingehen, aber letztendlich all diese Dinge, die die Priester machen müssen, um da überhaupt reinzukommen und so, das deutet für mich ganz eindeutig auf ein Kernkraftwerk hin, was der ihm gezeigt hat. Der hat die Brennkammer gesehen. Ja, dieses gleißende Licht, ja. Und er hat gesehen, dass die sich Schutzkleidung anziehen mussten und die sie anschließend wieder ablegen mussten, die Priester, die da rein durften und so weiter. Also ich finde das hochspannend, ja. Es war eine Vorausschau in unsere heutige Zeit. Und natürlich hat Ezechiel das gedeutet, wie er das verstehen konnte. Er hat gesagt, ein Heiligtum, das ist Gott. Ja, der ist da drin. Gott ist da drin. Ich sehe Gott. Ja. Also, wer sich damit mal beschäftigen will, kann das gerne lesen. Interessanterweise steht hier in dieser Ausgabe, steht was von Mahlopfern und Brandopfern und von den Tieren, von den Opfertieren. Steht in der Buber-Bibel auch so nicht drin. Aha. Ja, also hier ist es ausgeschmückt, die Opferungen. Ja. Ja. Und dann kriegt er nämlich von dem Herrn, also der ihm das gezeigt hat, er sagt, du hast mich gesehen, ja, also Gott, ja, er sagt ihm dann, anschließend gibt er ihm ganz viele Hinweise, wie die Israelis dann demnächst ihre Städte bauen sollen und wie sie umgehen sollen. Da werden die Leviten werden als Priesterschaften eingesetzt. Die Leviten müssen, und dass sie einen Zehnten kriegen müssen, all das, da kommen jetzt die ganzen Knechtungen, die so dazukommen, die kommen, nachdem er das gesehen hat. Und das muss er den Israeliten alles erzählen. Und die haben dann gesagt, ja, der hat Gott gesehen. Ja, wir müssen das tun. Der hat ihm das als Auftrag gegeben. Solche Tricks haben sie angewandt. Ja, ich finde das eigentlich sehr lustig. Ja. Ja. Und der Betrug ist ja überall in der Bibel zu finden. Ja. Überall. Also wenn ich habe ja, ich erwähne ja öfter mal gerne die Geschichte von Esau und Jakob. Mhm. Ja, habe ich auch einiges noch zugefunden. Ja? Was möchtest du mir dazu sagen? Nein, mach das ruhig erstmal. Ja, es ist ja im Endeffekt, brauche ich das jetzt nicht vorlesen. Es geht also, ich habe es noch nicht mal markiert, glaube ich. Isaac kriegt zwei Söhne, ne? Witzigerweise von einer unfruchtbaren Frau. Also das ist die Geschichte dahinter, also die Rebekka ist unfruchtbar und aber er kriegt halt durch so eine Gottesgnade, das ist immer so eine schöne Stelle in so Bibeln, die Gottesgnade kommt da irgendwie und fuchtelt da irgendwie rum, ne? Ja. Und dann kriegt er zwei Söhne, also da hast du auch schon mal im Endeffekt eine zweite Genesis drin, mindestens, ne? Also da wurde irgendwas erschaffen, also weil aus ihrem Schoße sagt der Herr dann, oder also Gott, wer auch immer, sagt dann, da werden zwei Völker daraus entstehen. Also, das ist Esau. Esau und Jakob. Also, da werden zwei Völker im Endeffekt rausgehen aus der Geschichte. Oder? Jakob. Das war Esau nicht und Jakob, nein. Ja, aber Jakob
Ach so. Nein. Rebecca, die Mutter. Genau. Es werden zwei Völker daraus entstehen. Und Esau kommt zuerst, ist der Erstgeborene und er unterscheidet sich deutlich. Er ist von dem anderen, von Jakob. Er ist also haarig, er hat Fell und die Mutter Rebecca wird es nachher auch nochmal verdeutlichen. Es geht nicht darum, dass ein haariger Mensch ist. Das könnte ja sein. Es gibt ja ein paar, die auch. Nein, der sieht ganz anders aus. Es geht um wirklich, er wird nachher befummelt, sozusagen am Sterbebett, ne, ob es auch Esau ist, weil er wird gesegnet, er soll gesegnet werden. Und Vater sieht ihn nicht mehr so gut. Ne? Und er befummelt ihn quasi und es ist wie Fell. Jakob. Und Jakob wird quasi getarnt als Esau. Das ist der Weil er der Erstgeborene war, Esau. Esau war vorher da. Und dazu macht Mutter Rebecca ihm ein Hirschfell im Endeffekt auf die Hände, damit es wirklich wie, es ist wie Fell. Es geht nur bei haarigen Menschen, es ist Fell. Mhm. Ja? Damit wird der Vater geblendet, Isaac. Und der Witz hinter der ganzen Geschichte ist, dass es Esau auch alles ziemlich egal ist. Also Esau gibt seinen Erstgeborenen Recht. Also Jakob will das immer haben. Aus irgendeinem Grunde will er das immer haben. Kannst du haben, gib mir was zu essen. Ja. Ne? Also, nein, ich gebe dir was zu essen, aber du musst mir dein Erstgeborenen Recht verkaufen. Und Esau macht es, weil das hat für ihn keinen Wert. Das steht auch genauso drin. So billig gibt er das her, es hat für ihn keinen Wert. Nein, es hat keinen Wert. Es hat auch keinen göttlichen Wert, ein Erstgeborenen. Was soll das sein? Ja. Das geht ja nachher um Stände. Ne? Für Jakob hat das alles schon Wert. Ja. Für Esau noch nicht. Überhaupt nicht. Interessiert ihn überhaupt nicht. Und Esau ist aber immer Vaters Liebling und soll nachher quasi alles übernehmen. Ne? Und das gefällt Jakob überhaupt nicht. Mhm. Also da geht ja die verbittertste Feindschaft des jungen Alten Testamentes sozusagen. Ja, da kann ich einiges dazu sagen gleich. Kannst du ja dann gleich ausführen. Ja. Geht da los, die erbittertste Fehde überhaupt, die ziehen gegen Krieg und alles drum und dran, steht da alles drin. Und eigentlich geht es nur um den Segen. Ne? Und Vater macht nämlich Folgendes. Vater hat gesagt, pass auf, gib mir mal, also Esau besorgt ihm immer Wildbret, also er geht jagen, versorgt den Papa. Ne? Und Jakob hängt eigentlich zu Hause rum. Ja. So. Aber auf jeden Fall er kocht dann auch manchmal oder also eigentlich macht er nicht viel. Mhm. Und dann ist Esau unterwegs und die Mutter leitet das auch alles in die Wege. Also Papa ist immer Esau-Liebling und Mama Rebecca ist deutlich Jakob-Fan und sagt ihm, pass auf, jetzt machst du dem Vater was zu essen, so wie Jakob das machen würde, ne? Wie Esau das machen würde, und dann bringst du ihm das. Also er jagt dann ausnahmsweise mal, ne? Bringt dem Papa das und wird halt vorher getarnt. Ne? Ich könnte euch das alles vorlesen, ihr könnt es nachlesen. Und ja, dann segnet er ihn. Und diese Segnung ist tatsächlich etwas, was Esau berührt. Also die hätte er gerne gehabt, weil die Segnung heißt, das ist ja... Also er kann es auch nicht mehr zurücknehmen. Papa kann das nicht zurücknehmen, ist nicht möglich. Die Segnung heißt, du, der du jetzt bei mir am Bette stehst, deswegen wird prüft er, bist du das, Esau? Bist du das? Mein offizieller Nachkomme. Und prüft das und segnet dann halt den Falschen. Mhm. Zumindest den er nicht segnen wollte. Und gibt ihm quasi sein Erbe. Und daraufhin muss Esau quasi verschwinden aus den Landen, wird vertrieben. Alles das kommt später zurück. Riesengeschichte, vertrösten sie. Esau hat die Größe, nachher seinem Bruder alles zu vergeben. Alles in den Arm zu nehmen und alles. Aber er wird vertrieben. Ja. Ja. Möchtest du da mit der Bube weitermachen? Nee, nicht mit der Bube, sondern tatsächlich mit der Geschichte, die Stara erzählt hat. Ja. Ja, also. Das war ja, da war ja immer wieder in Innererde die Sprache davon. Achso, und das haben wir jetzt gar nicht erwähnt, für die uns nicht so oft gucken. Also Esau ist damit meiner Ansicht nach das reptiloide reptiloides Geschwister. Und die waren vor uns da. Und die waren vor uns da. Und witzigerweise auch die Geburt wird deutlich, die Geburt der Zwillinge sind es, geht ja gar nicht, aber die Geburt der Zwillinge wird beschrieben als, Jakob hält immer Esau an der Ferse. Mhm. Ja? Das ist ganz wichtig, warum auch immer, es ist ganz wichtig, Jakob hängt immer an Esau dran. Mhm. Bei der Geburt. Ja, also dazu hat
kann man einfach nur die Geschichte zwischen den Reptos, den irdischen Reptos und dem Homo sapiens erzählen, ja. Die Reptos waren vorher da, ja. Und danach kamen erst die Homo sapiens und deswegen hatten sie das Erstgeburtsrecht, theoretisch, ja. Und auch sie haben diese Erde besiedelt als Erste, ja. Also auch den Segen des Göttlichen hier, ja, der stand ihnen zu, weil sie das besiedelt haben, weil sie all diese Dinge gemacht haben. Aber sie fanden das gut, dass da andere dazu kamen. Also sie hatten gar kein Problem damit. Und eigentlich passierte dann, dass die Außerirdischen kamen, die dann feststellten, der Homo sapiens lässt sich viel leichter unterdrücken, ja, viel leichter versklaven. Die anderen, die lassen sich nicht so leicht versklaven, ja. Und daraufhin, sie wurden einfach aufgehetzt, aufeinander gehetzt, ja. Das heißt, nicht die Reptus wurden aufgehetzt, der Homo sapiens wurde aufgehetzt. Man hat ihm gesagt, die Reptus sind weg, sind nicht göttlich, ja, sie sind vom Dunklen befallen und lauter solche Dinge. Mhm. Und deswegen gab es diese ganzen Kriege, all diese Dinge. Und ich habe dazu noch was zusätzlich Spannendes gefunden. Abraham, übrigens, der Abraham hieß er vorher, er wurde eben erst zu Abraham tatsächlich. Und dann zu Israel. Und das ist tatsächlich der Unterschied, weil hier ist es immer noch Abraham. Ne? Und Abraham wird dann erhöht vom Herrn. Also das steht deutlich so drin. Ja, ja, vom Herrn. Er wird erhöht, ja, und dann wird er zum Abraham. Und dann... zu Israel. Danach wird er dann immer zu Israel, aber als Abraham sollen dann die ganzen Völker ihm untertan und bla bla bla. So geht der ganze Blödsinn los. Ja. Das ist immer das... Was Anastasia, einer wurde erhöht. Steht ja, Anastasia, immer. Er war es. Ja. Ja, und jetzt kommen wir nämlich noch mal, da bin ich heute drauf gekommen, als ich da im Garten saß und mich mit diesen Dingen befasst habe, da stand drin, dass er sich nach Edom zurückgezogen hat. Esau. Esau ist Edom, heißt es eigentlich. Ja, immer, genau. Ja. Und wir haben ja vor kurzem eine Sendung zu Lilith gemacht. Ja. Ja. Und witzigerweise kommt hier nämlich Edom vor. Lilith hat sich nämlich vielleicht erzähle ich erst die andere Geschichte. Das passt so wunderbar zusammen. Also erste und zweite Genesis. Ich bringe das einfach mal. Ja. Erste und zweite Genesis. Also, in der Bibel steht, also Erschaffung der Welt und am sechsten Tag, nun sagt er, nun wollen wir den Menschen machen, ein Wesen, das uns ähnlich ist. Ah, es steht übrigens in der Buber-Bibel besser. Kleinen Moment, ich lese das mal mit dem 6. Also. Wo bist du denn im ersten Buch, Mose? Das ist ganz am Anfang, ganz am Anfang. Das ist nicht Moses, die Genesis 1. Ja, Genesis. Genesis 1. Ja. Also, Gott sprach, machen wir den Menschen in unserem Bilde nach unserem Gleichnis. Sie sollen schalten über das Fischvolk des Meeres, den Vogel des Himmels, das Getier, die Erde, all und alles Gerege, das auf Erden sich regt. Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Im Bilde Gottes schuf er ihn. Männlich, weiblich schuf er sie. Das heißt, er schuf Mann und Frau. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, fruchtet und mehrt euch und füllet die Erde und bemächtigt euch ihrer. So steht es in der Buber-Bibel. Hier in dieser steht es, da sagte Gott, nun wollen wir den Menschen machen, ein Wesen, das uns ähnlich ist. Es soll Macht haben über die Fische und so weiter. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, er schuf Mann und Frau. Ja. Er sagte, er segnete die Menschen und sagte zu ihnen, vermehrt euch, breitet euch über die Erde aus. So, und jetzt sind die Menschen im Paradies, das wird alles noch beschrieben, ja, und
So, als der Mensch im Paradies kommt jetzt, das ist jetzt die zweite Genesis, Genesis 2. Als Gott der Herr, jetzt wird wieder von vorne angefangen, Erde und Himmel machte, gab es zunächst noch kein Gras und kein Busch in der Steppe, denn Gott hat es noch nicht regnen lassen. Es war auch noch niemand da, der das Land bebauen konnte. Nur aus der Erde stieg Wasser und drängte den Boden. Da nahm Gott Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebenshauch in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Also erst in der zweiten Genesis ist ein zweiter Mensch entstanden. Ja? Das ist übrigens eindeutig beschrieben als zur Zeit, als Jahwe Erde und Himmel machte. Ah, das ist dann der zweite. Ja? Genau. Und ich glaube auch, wenn es zuerst im Bilde ist, sind wir ja zuerst in der geistigen Welt, wir sind in einem Bild, wir sind in einem Schöpfung. Und er hat Gott Mann und Frau geschaffen, und hier, aber auf der geistigen. Auf der geistigen Ebene, er hat das Prinzip Mensch erschaffen und jetzt geht es darum, das Ganze in die Materie zu bringen. Ja, obwohl, also Lilith war schon materiell. Ja. Aber es geht auf Erden keinerlei, also das gibt's alles noch nicht. Das Bild ist noch im Entstehen. Zu der Zeit, als Jahwe Erde und Himmel machte. Ja, aber das, Jahwe kann das nicht gewesen sein. Nee, der kann keine Seelen geschaffen haben. Das ist eine große Diskussion. Ja. Aber Himmel und Erde machte er. Ja, das, aber auch nicht. Nicht wirklich. Ist er Lucifer als Materiebringer? Und der abgespaltene Teil davon wäre Jahwe. Ja, okay. Ja. Also da, jetzt kommt die Geschichte, wo er dem Menschen die Rippe entnimmt und daraus die Frau macht. Mhm. Ja. Aber vorher, Mann und Frau waren gar. Mann und Mann weiblich gemacht, ja. Ja. Und genau, und jetzt komme ich auf die Geschichte mit Lilith. Ja. Das war ja nach den nach apokryphen Schriften, also die nicht in der Bibel aufgenommen wurden, war das nämlich die erste Partnerin Adams. Mhm. Mann und Frau. Lilith war die Frau. Ja, war nicht Eva. Und kleinen Moment. Und dann holte Gott, steht tatsächlich, oder der Herr, Lilith noch vor ihrer ersten Nacht zu sich und sagte ihr, sie solle Adam untertan sein. Und da hat Lilith gesagt, nein, ich bin Mensch. Ich bin keinem anderen Menschen untertan. Ja, und dann wird die Geschichte ganz heftig, und zwar Lilith wollte sich Adam nicht unterstellen, sie stritt sich mit Adam und verschwand aus dem Paradies in die Wüste. Aber sie war nämlich tatsächlich, sie ging nach Edom. Mhm. Ja, das müsste dann das sein, wo später auch das Land von was später das Land von keine Ahnung, ist das andere, das ist von Esau. Von Esau war, ja. Also es war das ursprüngliche Paradies. Ja. Das Land ist in den neueren Bibeln eigentlich immer Seir. Okay. Das ist das Land Seir. Ja. Naja, das ist mir jetzt erst aufgefallen, ja. Und dann kommen nämlich Beschreibungen, was der Herr nun macht mit dem Land, wo Lilith hingegangen ist, ja. Nämlich, er lässt Edom untergehen, ja. Im Himmel, also das war natürlich nach Esau, ja. Es steht in Jesaja, im Himmel ist das Schwert des Herrn bereit zum Kampf. Ja? Da fährt er nieder auf Edom, auf zum Kampf. Gott, ja, oder der Herr, nein, nicht Gott, der Herr. Ja? Da fährt er nieder auf Edom, auf das Volk, das der Herr vernichten will. Es trieft vom Blut. Es ist bedeckt mit Fett. Wie beim Schlachten von Lämmern und Böcken, wie das Fett an den Nieren, der Widder. Denn der Herr hält ein Opferfest in Bozra, eine Massenschlachtung im ganzen Land Edom. Da fallen auch die Büffel, die Rinder und die starken Stiere. Der Boden ist von Blut durchtränkt, die Erde von Fett durchweicht. Das ist der Vergeltungstag des Herrn, ein Jahr der Abrechnung mit den Feinden der Zionsstadt. Edom sind die Feinde. Das Wasser der Bäche verwandelt sich in Pech und der Erdboden wird zum Schwefel. Krieg. Mhm. Aber richtiger Krieg.
Ja, sind wir wieder auch bei dem, was wir letztes Mal hatten, bei den vedischen Schriften. Ja, bei Mahabharata. Bei Mahabharata, ja. So wird das Edomiterland zu brennendem Pech, das Tag und Nacht in Flammen steht und nicht gelöscht wird. Unaufhörlich steigt der schwarze Qualm zum Himmel. Für alle Zeiten bleibt das Land verwüstet dort. Der Herr misst das Land mit der Messschnur ab und setzt die Grenzsteine ein, damit es für immer wüst und unbewohnbar bleibt. Unter den Vornehmen ist keiner mehr da, den man zum König ausrufen könnte. Von den führenden Männern ist keiner mehr da. Dornenranken überwuchern die Heilstätten und so weiter. Ja, also das war der Krieg gegen, der große Krieg, ja, womit man vor allen Dingen gegen Esau und sein Volk vorgegangen ist. Das ist übrigens der einzige Grund, glaube ich, warum das immer so wahnsinnig wichtig ist, dass es, wenn man also anfängt, die Bibel zu lesen, ist es grauenvoll, weil immer erst beschrieben wird, wer von wem überhaupt abstammt. Und du musst erstmal durchblicken, wer denn da wer ist. Mhm. Ne? Und warum ist denn das alles jetzt mit Edom? Und was ist denn Edom? Wo kommt das her? Was hat das mit Edom? Edom halt ist das Land von Esau. Genau, das ist eigentlich Esau. Esau ist Edom. Fertig. Ja, so, man hat sie vertrieben. Weil, ne? Die mussten hier weg. Ja, und aber das weißt du halt alles immer erst, wenn du, und man müsste halt gucken, wer ist Rebekka, wer ist die Mutter, mhm, und so weiter und so. Ja, also das kann man alles nachforschen. Ja. Ne, das ist, und es ist sehr langweilig, das zu lesen. Ja, diese aber, ganze Genesis ist sehr langweilig. Aber es ist tatsächlich sehr spannend eigentlich und sehr, sehr, also nicht langweilig, also spannend, aber also wenn man versteht, warum man das tun muss. Ja. Also warum man forscht, wer ist. Also ich glaube, also das ist jetzt eine Vermutung von mir, ja, dass die Mutter dieser beiden Söhne ein Synonym für Mutter Erde ist, die beiden hervorgebracht hat. Ich weiß es nicht, aber... Warum bevorzugt Mutter Erde dann Jakob? Ja, das weiß ich nicht. Ja, stimmt. Das kann es dann auch nicht sein, ne? Nee, ich denke, es ist so, also so lese ich den Text, aber das ist auch wieder hochspekulativ, ne? Ja. Das soll man eigentlich tun. Aber so lese ich den Text. Nein, oder Ahnung. Mit Anastasia in Verbindung kann man das verstehen. Diese Texte, also Rebekka ist der entscheidende Punkt an der ganzen Geschichte, weil Rebekka ist quasi nochmal die Neuerschaffung. Es geht gar nicht mehr um Urmenschen. Das ist das, wo Anastasia von spricht. Die ersten Generationen. Die waren weg. Wir sind jetzt in dem Brüderstreit von Mutter Rebekka. Wer auch immer diese Körper, also was auch immer da geschehen ist. Ja. Mutter Rebekka hat zwei rausgebracht, zwei Völker. Da sind wir jetzt. Das ist Homo sapiens und das andere ist Homo repticus, heißt es, glaube ich, oder? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Davor gibt es Urzivilisationen. Da gab es das Problem auch überhaupt gar nicht. Mhm. Ne? Aber auch die sind untergegangen. Auch die sind untergegangen. Ja, also nach dem, was die innerirdischen zu äußern sind, wie die siebte. Ja, aber auch vorher gab es ja immer schon, also eine spannende Stelle, sonst schaffen wir das auch nicht mehr, glaube ich. Für mich wichtige Stelle, die man gerne so überliest, weil sie einfach so unwichtig ist. Anscheinend. Ne? Mhm. Aber es fällt halt immer auf, wenn es eigentlich nur um Aufzählung geht, wer ist der Sohn von wem, und dann kommt plötzlich eine Geschichte. Mhm. Ja? Nachher geht es weiter mit, wer hat jetzt wen wieder gezeugt. Ja? Aber jetzt kommt plötzlich eine Geschichte. Mhm. Und wenn man die Bibel richtig liest, dann findet man ganz viel, was Anastasia so sagt. Mhm. Ne? Und ich werde dir jetzt ganz spannenderweise erzählen, warum die Telegonie bereits in der Bibel steht. Mhm. Ja? Ja, das ist sehr spannend. Ja. Und zwar geht es da um Ger und Onan. Ich habe es vorhin erwähnt, hier heißt er R. Das ist definitiv falsch. Mhm. Definitiv falsch. Mhm. Er heißt nicht R, er heißt Ger. Ja. Und Ger missfällt dem Herrn. Mhm. Ja. Warum wird nicht so genau erwähnt, aber der Herr, also ich suche es mal kurz. Dem Herrn, ja, wer ist der Herr? Dem Herrn missfällt er sehr. Mhm. Warte. Also es ist hier, im Endeffekt sind wir in der Zeit um Jakob auch. Mhm. Ja? Um jene Zeit geschah es, dass Juda die Gemeinschaft seiner Brüder verließ und sein Zelt neben einem Manne aus Adulam namens Chira aufschlug. Dort sah Juda die Tochter eines Kanaaniters. Kanaaniter ist definitiv Sapiens. Ja, sind nicht nur Homo sapiens, das sind Jakob.
Also Jesus hat zu den Kanaanitern gesagt, ich bin nicht zu euch gekommen. Mhm. Ja? Also er nimmt sich eine Kanaanitern-Frau namens Schua, er nahm sie zur Frau und ging zu ihr. Sie empfing und gebar einen Sohn und nannte ihn Ger. Ja, Alf ging davon aus, dass das tatsächlich Germanen waren. Also die Kanaaniter haben das, also Esau wird es verboten, aus dem Volk der Kanaaniter eine Frau, eine macht es trotzdem, ne? Aber wird es im Endeffekt verboten. Aber ja, das ist ein Problem, das ist auch eine Erzählung von Stara, der gesagt hat, dass sie mal früher gemacht haben, sich gemischt haben, was nicht sehr gut war. Ja? Wieder empfing sie, gebar einen Sohn und nannte ihn Onan. Mhm. Sodann gebar sie noch einen weiteren Sohn und nannte ihn Shelah. Sie befand sich in Kesib, als sie ihn gebar. Judah nahm eine Frau für seinen Erstgeborenen Er. Diese hieß Tamar, das ist alles völlig egal. Ne? Er, der Erstgeborene des Judah, missfiel dem Herrn. Mhm. Ja, natürlich. Und er ließ ihn daher sterben. So, fertig. Okay. Also Ger ist mal raus aus der Nummer. Mhm. Ne? Judah sprach zu Onan, seinem Bruder. Ja. So, jetzt geh zur Frau deines Bruders, vollziehe mit ihr die Schwager-Ehe und erwecke deinem Bruder Nachkommenschaft. Hm? Das ist der Befehl des Herrn. Ja, ja. Ja? Mhm. Onan wusste, dass die Nachkommenschaft nicht ihm gehören werde. Mhm. Warum nicht? Weil es die Frau seines Bruders war. Sein Same ist nicht mehr. Sein Same ist nicht mehr. Ja, genau. Da geht's, ne? Es geht hier tatsächlich um Samen. Ja? Ja? So oft er also zur Witwe seines Bruders ging, ließ er den Samen zur Erde fallen, um nicht seinem Bruder Nachkommenschaft zu schenken. Mhm. Wieso würde er, wenn er seinen Samen nicht zur Erde fallen lassen würde, seinem Bruder Nachkommenschaft schenken? Ja, Seinem Bruder, nicht ihm. Weil die Frau... Sein Bruder ist tot. Aber er ist genetisch, ja? Die Frau ist genetisch geprägt. Genau. Und sein Tun missfiel jetzt auch dem Herrn und so ließ er ihn sterben. Und deswegen ist Onani, er ließ seinen Samen zur Erde fallen, bis heute in der Kirche nicht gut gesehen, glaube ich. Ne? Ja. Finde ich witzig. Ist eine ganz witzig. Ist 1. Mose 38. Ja. Finde ich eine witzige Geschichte. Haben wir noch einen Moment Zeit? Ja. Ja, ich habe noch was ganz Spannendes gefunden. Also ich bin ja immer noch auf der Suche, die 12 Stämme wiederzufinden. Ja, Juda ist ja nur ein Stamm von 12 Stämmen. Ja, und da gibt's eigentlich gute Hinweise hier in dem Buch. Mhm. Das wusste ich bisher noch nicht. Vielleicht findet man die in den anderen Büchern sogar noch besser. Müssen wir mal gucken. Ja, also Mose blickte in die Zukunft Israels. Und bevor Mose, der Mann Gottes, starb, sprach er noch Segensworte über das Volk Israel. Er sagte, der Herr ist zu seinem Volk gekommen, von Sinai her, seinem heiligen Berg, wie die Sonne ging er auf über den Bergen Edoms. Sein Glanz strahlte auf vom Gebirge Paran, aber es geht um den Herrn. Ja? Der Herr liebte die Stämme Israels. Er beschützte alle, die zu ihm gehören. Sie werfen sich vor ihm nieder. Ja? Und nehmen die Befehle entgegen. Mose hat uns Gottes Gesetz gegeben, den kostbarsten Besitz aller Nachkommen Jakobs. Dann sagte Mose, also jetzt geht es nicht um den Herrn, sondern da geht darum, was er von Gott empfangen hat zu den Stämmen. Ja? Lass Ruben leben und nicht untergehen, doch mache seine Männer nicht zu zahlreich. Das heißt, Ruben muss schon ein heftiges Volk hinterstecken, ja, wenn die Männer nicht zu zahlreich sein dürfen. Über den Stamm Judas sagte er, und jetzt kommt eine ganz spannende Aussage, bitte Judas, Herr, erhöre sie, bring ihn zurück zu seinen Brüdern. Mit seinen Händen soll er für sie kämpfen, steh du ihm gegen seine Feinde bei. Das heißt, er soll sich mit seinen Brüdern verbinden, verbrüdern. Wieder, ja? Kleinen Moment. Ah,
schreibt er über Levi, aber Levi ist ja eigentlich kein Stamm, das war die Priesterschaft. Über den Stamm Benjamin sagte er, das Lieblingskind ist Benjamin. Der höchste Gott wacht täglich über ihn. Der allerhöchste steht in einer anderen Übersetzung, kann ich dir sagen. Okay. Er wohnt beschützt, sicher zwischen den Bergen. Ja. Über den Stamm Josef sagt er, und Josef ist nach meinen Dingen, die ich gefunden habe, tatsächlich so Spanien, also Nordafrikaner und so. Der Segen Gottes komme über ihn. Ja, reich gesegnet sei sein Land vom Herrn mit Regen, der vom Himmel niederrennt, mit Wasser aus den Speichern in der Tiefe, mit allem, was die Sonne wachsen lässt und was im Laufe der Monde reifen wird. Das Beste nur vom Westen soll er haben und es werde ihm in reichstem Maß zuteil. Die Erde bringt es für ihn hervor, die Berge sollen es ihm tragen. Der Gott, der in dem Dornbusch wohnte, das ist natürlich der Herr, er wende Josef seine Liebe zu. Er gleicht dem Erstgeborenen des Stiers. Also da gehe ich jetzt auf die Aschanten oder die Äonen über, ja. In Josef wohnt die Stärke seines Gottes. Er hat die Hörner eines Büffels, die vielen tausend Männer von Manasse, Zehntausenden vor Krieger Ephraims sind, den er die Feinde niederwirft bis zu den Grenzen dieser Erde. Also sagt Josef eine große Stärke zu und ein unglaublich reiches Land. Und ich denke, vielleicht liege ich da gar nicht so falsch. Mhm. Ja? Da hatte ich diesen Text noch nicht gelesen. Den habe ich heute erst wahrgenommen, wirklich. Ja? Über die Stämme Sebulon und Issachar, sagt er. Issachar sind die Mongolen. Sebulon weiß ich jetzt nicht. Du, Sebulon, erfährst dein Glück auf See. Das muss also ein Seevolk sein. Das ist Deuteronium 33. 5 Mose, Deuteronium. Weil Mose stirbt ja. Ja, genau. Sein Liebling in Sicherheit. Der Allerhöchste beschirmt ihn immer da zwischen den Bergherren. Steht ähnlich hier auch drin. Und was, wen wolltest du? Also jetzt bin ich bei Sebulon und Issachar. Ah, und du, Issachar, deiner Zelte. Über Sebulon, freue dich, Sebulon, deiner Ausfahrt und du, Issachar, deiner Zelte. So, ja, genau. Hier steht, also du, Sebulon, erfährst dein Glück auf See. Ja, also es muss ein Seefahrervolk sein, auf jeden Fall. Aber Issachar sind die Mongolen, ja. Und hier steht, und du in deinen Zelten, Issachar. Ja, da denke ich an die mongolischen, die da auf der Steppe leben in ihren Zelten, ja. Sie laden ihre Nachbarvölker ein, auf ihren heiligen Berg zu kommen. Sie opfern Gott dort viele freie Tiere und finden ihren Reichtum auf dem Meer und holen ihre Schätze aus dem Sand. Ja, die Wüste Gobi, ja, über den Stamm Gad sagt er. Da weiß ich auch nicht hundertprozentig. Der Herr gibt Gad ein weites Land. Dafür sei ihm Preis und Dank gebracht. Soll ich dir sagen, hier steht wie ein Löwe, so lagert. Ja, genau. Also es muss die Löwe-Energie sein. Ja. Vom Land erwählt er das beste Stück, denn dort beim Anteil eines großen Fürsten versammeln sich die Stammesoberhäupter. Der Wille Gottes wird von Gad vollstreckt. Des Herrn Gerichte vollstreckte er seine Rechtssprüche gemeinsam mit Israel. Ja, hier steht, zusammen mit dem ganzen Israel. Bringt er das Recht des Herrn zur Geltung. Dan ist ein junger Löwe. Ja, Dan ist Dänemark. Zum Beispiel. Also das sind die nordischen Völker. Ja, da sagt er auch, Dan ist wie ein junger Löwe, er springt hervor aus Baschans Wald. Über den Stamm Naphtali sagte er, der Herr hat Naphtali gesegnet und sättigt ihn mit seiner Gunst. Von See greift er nach Süden aus. Naphtali bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Aber ich habe die ja mal alle aufgeschrieben.
Ja, ich will das jetzt auch nicht alles formen. Aber wenn man das mal genau... Aber Asa wäre interessant, ne? Weil Asa ist der Liebling seiner Brüder. Und in Öl taucht er seine Füße. Ja, ja. Das ist was ziemlich Heiliges an der ganzen Geschichte. Asa. Also hier heißt er Asa. Die Asen sind es dann in dem Falle, ne? Die Söhne sei über Asa gepriesen, unter den Söhnen sei Asa. Ist die Asen? Ich weiß es nicht. Ich guck mal, was. Also ich habe ja eine Liste, habe ich gemeinsam mit der Doria, die ja Kontaktlerin war und in der Völkerkundlerin in der Mongolei. Wir haben die gemeinsam erstellt. Das heißt, sie hat so einen Vorentwurf gemacht, wie sie es findet. Bei zwei habe ich dann oder drei habe ich gesagt, sehe ich anders. Habe ihr das geschrieben und dann sagt sie, ja, du könntest recht haben. Und so ging das so hin und her. Mhm. Ja, ich habe die Liste. Ja. Vielleicht, aber die ist nicht veröffentlichenswert, weil es alles, weil doch noch zu viel. Viel Spekulation drin. Ja, Spekulation weiß ich nicht, aber es ist halt das, was ich gesagt habe, Vermutung. Ja. Ja? Aber wie gesagt, für mich war es jetzt, also mir wurde das jetzt sehr nochmal in der Vorbereitung auch auf die Sendung, ich habe viel mehr rausgesucht, ja, als ich gedacht. Einfach nochmal klar, wie viel auch Anastasia tatsächlich, also wie parallel man solche Bücher lesen kann. Ja. Ne? Ja. Und dass das dann natürlich irgendwann sehr viel Sinn ergibt, das dann alles miteinander zu vergleichen, um so eine schöne, sich das richtig hinzulesen. Ja, man darf das ja nie als fortlaufenden Text sind, da sind Jahrhunderte zwischen zwei Seiten. Ja, ja. Also die Innerirdischen haben zum Beispiel immer gesagt, es ist ein Geschichtsbuch, selbst absolut, als Geschichtsbuch. Ja. Und wie gesagt, was ich am Anfang meinte, ist, es zeigt ja auch die Ehe, also dieses Buch wird so hoch gehalten. Ja, das ist, also ich hätte gerne mal so, es wird Kupferstiche gehandelt von 1744 oder so, wo halt wirklich noch die, also das kannst du nicht mehr lesen, das kannst du völlig vergessen. Mhm. Ja? Aber da steht noch was ganz anderes drin. Mhm. Ja? Und das ist halt das Wichtige, dass man erkennt, es wurde immer mehr raus und immer mehr verändert, weil warum musste man das Schritt für Schritt tun? Das war ganz wichtig, weil die Menschen wussten es ja noch, die hatten ja noch eine Anbindung, die hatten sich gewehrt. Mhm. Wenn da so ein Quatsch drin stand, ja, man musste es langsam und langsam und langsam ein bisschen verfälschen. Mhm. Sonst ging es nicht. Ja. Ja, mir hat das viel Spaß gemacht und nochmal gezeigt, wie jetzt auch, also das kann ich mir gut im Studienkreis vorstellen, muss ich sagen. Ja, ne? Dass wir das gemeinsam erarbeiten. Und also wirklich wichtig für mich, mein so. Die würde ich ja gerne mal ein bisschen behandeln. Also das geht so gar nicht. Das geht so gar nicht. Nee. Finde ich auch. Ich habe sie aber vorhin tatsächlich erst als das erkannt, was sie ist. Ja. Also ganz, ganz. Ja, du hast gar nicht gewusst, was für wertvolle Bücher wir da stehen haben in unserem Seminarraum. Dass die hier ist, wusste ich nicht, nein. Ja. Und das vor allen Dingen, das hier ist ein Schatz. Die anderen, okay, aber das hier ist ein Schatz. Aber zeigt ja auch wieder, Studienkreis, der bei uns hätte da Zugang zu sowas. Witzig, wer mal mit uns studieren will, das macht bestimmt Spaß. Ja. Also es macht Spaß. Ja, ja ihr seht ja, dass wir ständig neue Dinge angehen und uns damit auch befassen. Genau. Ja. Und das kann man mit diesen Büchern wunderbar. Ja, vielen Dank dir, vielen Dank für euch, für das Interesse. Vielen Dank, dass wir das machen durften und ihr tatsächlich dabei geblieben seid. Ist ja nicht jedermanns Sache, so eine Bibel ist ja oft irgendwie negativ belegt für viele. Ich finde, man hat heute deutlich gesehen, ich habe jetzt die ganze Zeit dieses Atomkraft, du hast es mir aber auch nicht gesagt. Gell? Na, ist nicht schlimm. Ist mir jetzt auch egal. Ich kann es ja, ist jetzt auch wurscht. Ja. Das tut mir leid, das habe ich jetzt in lauter Begeisterung nicht mehr gemerkt, dass wir die ganze Zeit das Bild da hatten, aber ihr habt uns ja trotzdem in der Ecke gesehen. Von daher spielt das keine Rolle. Dann wünschen wir euch bis Donnerstag eine schöne Zeit und sehen uns am Donnerstag zum Wochenrückblick. Ja. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.